Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Buben! Ja, unverhofft kommt oft. Servus miteinander. Auf dem Weg zum Schottenhammel treffe ich hier Prinz. Servus! Servus, wie geht's? Gut, und dir? Nee, geht es super. Auch bei diesem regnerischen Wetter geht's mir gut. Welcome to Munich, oder? Yes, sorry. Also, München habe ich so vermisst. Vor allen Dingen die Wiesen. Ich bin zwar heute nicht im Montur, aber ich werde auf jeden Fall mit Tracht auf die Wiesen gehen. Sag mal, wie lange warst du jetzt nicht mehr in München oder bist du immer wieder mal hier in deiner Heimatstadt? Also ich bin immer wieder mal. Es ist wie so eine On-Off-Beziehung bei mir. Manchmal klappt's, da ist man dann da und danach geht's halt wieder auseinander, man trennt sich. Und die Frage aller Fragen, die du bestimmt noch nie gestellt bekommen hast, wie hat sich dein Leben seit DSDS verändert, seit dem Gewinn von DSDS? Also mein Leben, ganz ehrlich, es hat sich nichts verändert. Nur die Family ist stolzer auf einmal, wird halt quasi öfter erkannt, ist halt öfter unterwegs. Aber sonst fühle ich mich nach wie vor grandios. Es läuft, oder? Was man so mitbekommt, läuft ganz gut. Ja, also ich bin voll happy, dass es läuft. Sag mal, wie sind denn die Pläne? Weil jetzt fragen sich bestimmt ganz viele Mädels zu Hause, ah, wie geht's weiter? Neue Single, Tour, Album etc. pp. Erzähl mal. Aha. Album ist ja schon draußen, die erste Single lief auch super und jetzt starten wir die zweite Single. Die kommt im Oktober raus mit neuem Musikvideo und TV-Auftritten, da freue ich mich mega drauf. Wir sind gespannt und du als Münchner, gell, so als Münchner Kindl, also fast, zu Wiesn. Wo gehst du am liebsten hin? Welches Zelt magst du am liebsten? Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin gar nicht so der Wiesn-Zeltgänger. Wenn, dann gehe ich zum Stand, wo es diese Riesen-Bratwurst gibt, dieser Meter-Bratwurst. Und gebrannte Mandeln essen muss und Fahrgeschäfte fahren. Welches Fahrgeschäft fährst du da am liebsten? Also was ich am liebsten fahren würde, ist dieses High Energy, wie heißt denn dieses? Dieses Ding, wo man, da sitzt man zu sechs oder zu viert mit dem Rücken. Freefall. Nee, und das dreht sich so. Und macht so einen Überschlag. Das ich weiß es nicht, oh Gott. Wer weiß das, jemand? Cyberspace! Cyberspace, jetzt wo du das sagst. Oh, das ist so hart. Also ja. Cyberspace würde ich gerne mal fahren. Ich habe mich noch nie getraut, weil es einfach zu krass ist. Vielleicht traue ich mich ja dieses Jahr. Ja, du sagst Bescheid, dann fahren wir das zusammen. Okay. Deal. Deal. Warte. Hand drauf. Sag mal, jetzt bist du ja undercover. Wir haben dich hier ganz spontan erwischt. Ganz wirklich. Spontan. Es war nicht geplant. Wenn du zu Wiesn gehst, wie schaut denn dein Outfit aus? Ist es dann eher eine lange Lederhose, eine kurze Lederhose und welche Farben? Normalerweise trage ich immer eine lange, aber dieses Jahr will ich eine kurze tragen. Eine kurze... Ja, Sex sells, ne? Man darf auch als Mann mal das Bein zeigen. Ja, kurze Lederhosen und ich habe von Angermeier so ein... Wie heißt es nochmal? Eine Weste. Eine Weste, aber in Pink. Vielleicht trage ich das. Ja, aber du kannst es gut tragen, weil du bist ja auch ein bisschen dunkler, ne? So von dem Teint, sehr südländisch, da kann man das schon tragen. Stimmt, und Wadenwärme habe ich auch. Also, komplett ausgestattet. Mhm. Und ja, das ist dein Wiesn-Hit. Was, zu welchem feierst du am meisten ab, wenn du im Zelt halt mal bist? Wäre ich im Zelt, ich glaube, Atemlos ist bei mir immer noch dieser Mega-Kracher, der geht nicht mehr raus. Mit Helene durch und durch. Helene, wir sind Sisters, Brothers, you know. Sorry, wenn Atemlos läuft, dann springt doch jeder auf die Tische und absolut tanzt. Absolut, so. Da muss man auch auf die Tische. Muss. Und was wünschst du allen Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer zu Wiesn 2016? Also ich wünsche allen Wiesn-Gaudi-Zuschauern viel Spaß auf der Wiesn, besauft euch, aber nicht zu viel, denn sonst kommt ihr nicht heil nach Hause. Ja, und genießt es! So schaut's aus. Tschüss, ciao!